Das erste Heimspiel der neuen Saison steht am Sonntag hier in der Glockenspitzhalle an. Zu Gast ist das Team Handball Lippe 2. Was können die Fans von den Eagles erwarten? Ja, die können natürlich vor allem Wiedergutmachung für das verkorkste erste Spiel erwarten. Nach einer eigentlich sehr guten Vorbereitung und vielversprechenden Ergebnissen haben wir am vergangenen Wochenende einen ganz schwachen Tag erwischt. Haben am Ende auch aufgrund unserer vielen Fehler verdient verloren. Wir brennen jetzt auf Wiedergutmachung und wollen den Fans am Wochenende zeigen, dass wir es einfach besser können. Das Team Handball Lippe 2 ist ja in dieser Form neu. Es ist ja aus den Lemgo Youngsters und der HSG Augustdorf Höfelhof zusammengelegt worden. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Ja gut, Lemgo 2 hat die letzten Jahre immer durch ein sehr schnelles Tempospiel überzeugt. Eine aggressive Abwehr, die jeden Fehler gnadenlos bestraft. Am ersten Spieltag haben sie jetzt einen Sieg eingefahren, auch relativ souverän. Deshalb denke ich mal, werden die schon mit breiter Brust hier aufspielen. Und nachdem wir das erste Spiel einigermaßen vergeigt haben, müssen wir da alles reinlegen, um da mit dem Sieg nach Hause zu kommen. Dann wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für das erste Heimspiel am Sonntag. Danke.